So, Freunde, es ist soweit. Ich habe es ein bisschen angeteased, aber es war klar. Es war definitiv klar. Wir gehen ab heute, ab gestern, in die absolute Spoiler-Phase rein. Zu Dragon Ball Super Broly. Das heißt, wenn ihr nichts wissen wollt, klickt auf jeden Fall an dieser Stelle hier weg. Ich werde irgendwas oben verlinken, da könnt ihr das Video gucken, aber klickt hier weg, wenn ihr nichts wissen wollt. Ich werde nochmal ganz kurz erklären, was Sache ist und dann nochmal eine Warnung rausgeben. Und zwar, wir haben das Screening, was von Dragon Ball bald kommen wird. Also eine ausgewählte Gruppe von Leuten wird diesen Film schon vorher sehen. Das heißt, diese Woche wird es auch sicher dazu kommen, dass extra Spoiler rauskommen werden. Also ganz, ganz große Spoiler. Darüber hinaus haben wir den YouTuber Geekdem, der ist wohl die größte Stimme in Amerika, was Dragon Ball angeht. Und er hat einen Kollegen, der für Dragon Ball Super Broly bei der Synchronisation arbeitet. Er hat nicht gesagt, aus welchem Land der gute Mann kommt, aber wir wissen ja schon von vorherigen News, dass es dazu kam, dass Dragon Ball Super Broly das Toonimation Rohcuts rausgegeben hat. Also, dass man die Synchronisation schon früh in Angriff nehmen konnte. Also ist es sehr, sehr wahrscheinlich, beziehungsweise es ist wirklich sehr klar, dass es akkurate News sind. Geekdem macht eigentlich nie Scheiße, so wie ich auch mal versuche, ja, alles akkurat für euch wiederzugeben. Ihr wisst ja, Dragon Ball Super, als der Anime noch gelaufen ist, gab es viele, viele Fake-Spoiler zum Thema Ultra Instinct Vegeta und so ein Scheiß. Das habe ich ja nicht gemacht und ja, wie gesagt, das ist auf jeden Fall hier sehr wahrscheinlich true und wir werden ja in ein paar Tagen die richtige Antwort bekommen. Deswegen auf jeden Fall Credits an Geekdem hier. Ich habe das von seinem Video, weil das ist halt eine News von seinem Kollegen. Aber ich möchte euch nicht zu lange auf die Folter spannen zu dem ganzen Thema hier. Checkt den guten Dude auf jeden Fall ab. Ich muss einfach über diese Spoiler reden. Es ist zu intens. Es ist zu krass und hier ist bekommt ihr nochmal eure allerletzte Spoilerwarnung. Und zwar, Boys, haltet euch fest, es war klar, aber es ist die Confirmation quasi. Gogeta kommt in diesem Film. Gogeta wird auf der Leinwand sein. Gogeta wird gegen Broly kämpfen. What the fuck geht mit diesem Franchise eigentlich ab? Wir haben Gogeta, der auftauchen wird, aber nicht nur das. Wir haben auch Fett Gogeta oder Veko, wie ihr ihn kennen solltet. Er wird auch auftreten, genauso wie damals bei Fusion Reborn. Also sehr, sehr geil. Wir haben einen kleinen Gag. Mal gucken, vielleicht wird Whis dann wahrscheinlich eingreifen, um den kleinen Veko zu beschützen. Der wird wahrscheinlich auch nicht so lange halten. Wir kennen das ja aus dem, ja, Film davor. Man hat halt die gewisse Zeitspanne zwischen zwei Fusionen, wenn man die verkackt. Deswegen bin ich mal gespannt, wie man diese Zeit lösen wird. So, Gogeta wird in diesem Film viele Fusion Reborn Moves machen, also viele Hommagen werden hier stattfinden und auch, ja, die legendäre, sagenumwobene Sternstaubattacke wird wahrscheinlich hier auftreten, obwohl die eigentlich nur gegen Gegner funktionieren sollte, die wirklich sehr, sehr böse sind, wie eben unser Boy Janemba. Also mal gucken, ob das vielleicht in einer anderen Art und Weise kommen wird, kann man halt gut damit rechnen, weil, ja, Gogeta, das ist hier der erste richtige Auftritt von Akira Toriyama Sensei auch geschrieben quasi. Wir haben eine andere Dimension, die in diesem Film stattfinden wird. Goku Black ist calling auf jeden Fall an der Stelle. Vielleicht ist es so eine kleine Anlehnung daran, an diese komische Galaxie oder Dimension, die Goku Black hatte, wo niemand wusste, was das ist. Nicht mal die Schreiber von Dragon Ball wussten, was das sein sollte. Vielleicht kommt ja sowas in Art und diese ganze Magma-Landschaft könnte eben, wie gesagt, genau das sein, dass wir hier eben eine andere Dimension haben. Würde auch den Grund erklären, dass die Erde nicht von Broly zerstört wird. Würde auf jeden Fall hier, ja, Sinn machen, wie ich finde. So, Piccolo wurde im Trailer gezeigt, Piccolo wurde angeteased, dass er eine, ja, besondere Rolle hat und Piccolo wird in diesem Kampf, Überraschung, Überraschung, keinen Kampf haben. Aber er zeigt mit Goku zusammen Vegeta den Fusionstanz. Auch hier wieder eine Sequenz, wo Whis wahrscheinlich, ja, Broly dann ablenken wird, während Goku und Vegeta den Tanz lernen werden. Also, was das Kampfgeschehen angeht, wie die Kampfreihenfolge, ja, verlaufen wird, ist es ein bisschen ähnlich zu dem Fusion Reborn Film auf jeden Fall. Außer, dass Vegeta den ersten Kampf bekommen wird. Wie dem auch sei, Vegeta meinte mal im Manga, das habe ich ja sehr oft als quasi Quelle benutzt und das steht für mich eigentlich immer noch so, wie ich es damals gesagt habe. Und zwar, Vegeta hat in den Magen von Buu zu Goku gesagt, dass er diese Tanzfusion nicht machen möchte, auch wenn er sie kennt quasi. Also, es ist sehr, sehr strange, weil Vegeta war ja zum Zeitpunkt von Gotings Geburt quasi nicht da, aber es wurde angeteased, dass Vegeta diese ganze Technik doch kennt, aber hier sehen wir nochmal, dass das Ganze nochmal richtig für Vegeta erklärt wird. Macht eigentlich auch Sinn, dass er es nochmal richtig gezeigt bekommt, bevor er dann richtig die Fusion macht mit Kakarot, aber die verkacken trotzdem, von daher ist es eigentlich irgendwie auch schon wieder irrelevant. Wie dem auch sei, wir haben auch die Info, dass es keinen Gotenks geben wird in diesem Film und Herzschmerz, meine Freunde, Herzschmerz, kein Son Gohan. Über Son Gohan wurde überhaupt nichts gesagt. Also es kann schon gut sein, dass er im Film ist. Bei Gohan und Trunks wissen wir es. Wegen dem einen Bild, was wir bekommen haben. Und ja, bei Gohan ist es so die Sache,
Vermutlich wird er auftreten, aber er wird, keine größere Rolle übernehmen, was ich schon recht schade finde. Aber vielleicht Universum 6 kann man da in der Zukunft von Dragon Ball Super Gohan reinpacken, dass er eine Art Historiker werden könnte. Fände ich auf jeden Fall hier nicht verkehrt. So, Beerus hat keinen Kampf. Beerus ist nicht hier, um zu kämpfen. Beerus ist so ein bisschen für die Jokes da. Wir haben ja auch ein paar Bilder bekommen von Beerus, die auch in diese Richtung gehen. Und ja, er wird keine große Rolle in diesem Film übernehmen. Also es ist auch wieder so eine Zuschauerrolle, wie man das halt von Dragon Ball kennt. Whis gegen Broly ist ein heißes Thema und wird hier auch näher thematisiert. Und zwar Broly, auch hier wieder, Überraschung, Überraschung, hat absolut keine Chance gegen Whis Summer. Whis lenkt ihn nämlich ab, er lenkt ihn ab davon, wahrscheinlich, dass Goku und Vegeta fusionieren wollen, ganz klar ist das nicht, aber er weiß auf jeden Fall, dass er Broly ablenken möchte und ja, Broly kann Whis nicht treffen. Broly hat keine Chance gegen diesen Engel-Dude und Whis lacht ihn sogar aus. Und das hört sich vom Papier her erstmal super cool an. Und ich finde das eigentlich auch ganz cool. Aber ich habe so ein bisschen Sorge, weil wenn Whis Broly ablenkt und mit Broly spielt und keine Probleme hat gegen Broly, dann ist es so ein bisschen die Sache, hey, wir haben Whis, ist das Gefühl vom Ende dann geil? Weil wir wissen ja, ja okay, wenn Gogeta verkackt, ist es ja nicht schlimm. Weil Whis eben da ist und Whis dann Broly besiegen könnte. Die Sache ist halt so, man kann ja über die Dragon Ball Filme sagen, was man möchte, aber man hatte sehr, sehr oft das Gefühl bei denen, dass man wusste, okay, wenn Goku und Vegeta das jetzt nicht schaffen, wenn die den Gegner nicht besiegen, dann ist die ganze Erde am Arsch, dann ist die ganze Galaxie am Arsch. Und hier weiß ich nicht so recht, ob es der Fall ist. Vielleicht spielt das Ganze dann irgendwie doch noch am Ende in einer anderen Dimension und so kommt es dann dazu, dass Gogeta gewinnen muss. Ja, ist halt so die Sache, aber wir kommen auch gleich zu dem Thema Gogeta, Broly, wie geht das Ganze zu Ende? So. Bardock und Gine bekommen mehr Screentime als gedacht. Die Minus-Adaption soll auch mehr als eine einfache Adaption oder eine einfache 1:1-Adaption sein. Das heißt, wir können mehrere Bilder, mehrere Szenen bekommen von Bardock, von Gine. Vielleicht spielt sogar der Manga von Toyotaro mit, der Dragon Ball Zero Manga, da sind wir ja gerade zur Vergangenheit. Vielleicht spielt der noch eine größere Rolle oder einige Sachen davon werden übernommen, wäre auf jeden Fall sehr, sehr cool, wie ich finden würde. Und ja, Raditz und Vegeta wird man wahrscheinlich auch ein bisschen mehr sehen. Also für die Raditz-Fanboys auf jeden Fall eine sehr, sehr gute News. Vegeta wird den ersten Kampf haben gegen Broly, wie ich schon oft gesagt habe. Wahrscheinlich wird er danach erstmal K.O. gehen und dann später dazukommen. Dieser ganze Kampf ist aufgebaut auf Paragis gegen König Vegeta. Das ist der Beef. Broly hat keinen persönlichen Groll gegen Goku und Vegeta, wie ich auch schon sehr, sehr oft betont habe. Kakarot ist gestrichen, also diese ganze Geschichte mit Kakarot, dass er weint, dass Broly wirklich böse darauf ist, dass er förmlich schon, keine Ahnung, komplett durchdreht wegen dieser ganzen Sache. Das wird auch nicht der Fall sein, wie ich gesagt habe. Broly wird mehr relatable sein für den Zuschauer. Man kann sich mehr vielleicht mit ihm identifizieren. Man kann ihn besser verstehen, ist hier so die Kernaussage bei Broly. Vegeta, wie ich auch gesagt habe, wird älter sein als Goku und Broly. Das war auch klar. Aber wie gesagt, der Trailer wurde nur so geschnitten, um die drei Schicksale zu verknüpfen. Aber Vegeta bleibt trotzdem älter als Goku und Broly. Freezers Wunsch war es ja damals in Dragon Ball unsterblich zu werden. Und hier ist es ein anderer Wunsch. Die Dragon Balls spielen ja auch eine wichtige Rolle. Bei dem Wunsch bekommen wurde hier nicht gesagt. Es wurde aber gesagt, dass es ein bisschen Comedy sein soll. Dass es auf jeden Fall ja etwas zu lachen werden könnte. Und dass es die Kontrolle ist über Broly, scheint damit auch die Bank zu sein, dass die Dragon Balls nichts damit zu tun haben und Broly mit dem Halsband kontrolliert wird und dann gegen Ende einfach komplett die Kontrolle verliert wegen seiner Form. Wie bei Kale eben. Nur, dass Kale jemanden hatte, der ihr sehr nahe steht, nämlich Caulifla. Und Broly hat diese Person eigentlich nicht. Also kann das ziemlich schwer werden für Broly, muss man hier sagen. So, Gogeta möchte zum Ende des Films Broly finishen und er schafft das eigentlich auch, was ich interessant finde, weil ich dachte eigentlich, dass Gogeta sich defusioniert und wir dann einen Finisher bekommen von vielleicht Ultra Saiyan Goku oder so oder irgendwie sowas in der Art. Auf jeden Fall, Gogeta steht da, finisht Broly so gut wie und dann kommt Shelle ins Spiel und wünscht sich mit den Dragon Balls, dass Broly in Sicherheit kommt. Also sehen wir hier, dass Broly diesen Film definitiv überleben wird. Shelle und Broly werden wahrscheinlich so eine Art Mutter-Kind-Beziehung haben, beziehungsweise Shelle und Limo werden ja, oder wurde, das wurde ja schon gesagt, werden ja die ersten Menschen sein, neben Paragis, die Broly so wirklich
kennenlernt, die er so wirklich trifft. Und deswegen werden sie wahrscheinlich sich schuldig fühlen, dass sie eben Brody zu Freezer gebracht haben. Wahrscheinlich wird es auch kurze Sequenzen geben, wo Shelley, Limo und Brody miteinander irgendwie interagieren, dass man halt so eine Art von Comedy hat und dass man halt mit Brody sich besser identifizieren kann, dass man ihn ein bisschen mehr mag. Und das wird wahrscheinlich hier passieren. Und daraufhin werden Shelley und Limo dann irgendwie, vielleicht auch aus Versehen, Brody an Freezer ausliefern und dann später vermutlich Schuldgefühle haben. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass jemand wie Limo sterben könnte, auf jeden Fall. Und Shelley könnte dann ja im Laufe des Films am Ende Brody retten, beziehungsweise sie macht es auch wirklich. Damit haben wir Brody, der den Kampf eben entkommt. Und das finde ich sehr interessant, denn ich weiß nicht, ich kann mir kaum vorstellen, dass eben Goku und Vegeta bereit dazu waren, Brody zu töten. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen, es sei denn, Brody würde komplett durchdrehen und eine so große Gefahr darstellen, dass sie nichts anderes tun können, dass sie keine andere Wahl haben. Aber selbst dann kann ich mir das nicht vorstellen. Also ich glaube tatsächlich, dass mehr dahinter sein wird. Brody wird auf jeden Fall ein Charakter sein für Dragon Ball Supers Zukunft. Und ja, wir werden ihn dann sehen, wir werden dann in der Serie vermutlich irgendwann miterleben, wie er dann gehandhabt wird. Also ich für meinen Teil glaube, dass die Rückkehr des Anime von Dragon Ball Super mehr als klar ist. Ich denke, es führt kein Weg dran vorbei. Ich glaube, dieser Film war dazu da, um diese ganze Renaissance von Dragon Ball zu feuern. Denn seit wir Dragon Ball Super wieder haben, besteht Dragon Ball Supers Verlauf immer wieder darum, einfach den alten Fans oder uns einfach mal schöne Referenzen zu geben, immer wieder das alte Dragon Ball anzusprechen. Und ich denke, mit dem Film hat man eben das abgedeckt, was wir uns alle wünschen. Und zwar die Dragon Ball Filmwünsche, die wir alle hatten, dass man halt da sehr, sehr viel gemacht hat, dass man eine unglaubliche Sache geschafft hat auf der Leinwand, dass man ein Animationsspektakel geschaffen hat. Und so könnte man vielleicht auch ein neues Charakterdesign dann in Dragon Ball Super 2, also wie gesagt, Dragon Ball Super 2 in Anführungszeichen bringen. Würde für mich auf jeden Fall Sinn machen. Und wer im Broly, der überlebt hat, aber wahrscheinlich werden Goku und Vegeta nicht wissen, wo er ist, und das würde heißen, dass man eben eine kleine Suche nach ihm starten wird. Und ich finde, das Ganze kann sehr interessant werden. Die Saiyans können alle verknüpft werden und ich bin sehr, sehr gespannt, wie das Ganze dann ja weitergehen wird. Schreibt mir gerne eure Meinung zu den Spoilern in die Kommentare. Auch nochmal kurz so ein Thema zum Spoiler. Und zwar, viele werden es wahrscheinlich nicht verstehen, warum kann man sich denn so spoilern lassen. Aber ich muss sagen, ich finde, sowas ist eigentlich sehr, sehr cool bis zu einem gewissen Grad, dass man halt ja nicht warten kann darauf, wie das Ganze ausgeht. Ich kann aber auch Leute verstehen, die das Ganze nicht gespoilert haben wollen. Deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr das auch respektieren könntet und jetzt nicht irgendwen einfach spoilert, um euren Spaß zu haben, ist halt so die Sache. Ich denke, die meisten werden sowieso gespoilert, weil wir haben jetzt dieses Screening in Japan, was, glaube ich, mit 2000 Leuten kommen wird. Das heißt halt, dass viele Leute den Film sehen werden. Das heißt auch, dass vieles im Netz sein wird. Und ganz ehrlich, bei YouTube-Videos kann man vielleicht noch so ein bisschen den Spoiler-Schutz rausbringen. Aber solange wir von Instagram, Facebook und Twitter reden, ist es schon ein bisschen schwierig. Da wird wahrscheinlich sehr, sehr viel gespoilert. Deswegen, ist es so die Sache. Wie gesagt, das wollte ich nur mal kurz hier noch mit reinstellen, weil ich das eigentlich ganz wichtig fand. Wie dem auch sei, ich bin damit raus. Wünsche noch einen wunderschönen Tag. Wenn es dir gefallen hat, gerne Daumen nach oben da lassen und Abo auf den Kanal. Bis dahin, haut rein!